Grüß dich, liebe Leute, hier ist wieder euer Donato und weiter geht's mit Star Wars. Bau deine eigene R2-D2 und zwar der 31. So, und wie immer schauen wir uns erst das Heft an, dann die Bauteile. Und dann schauen wir wieder, was wir bauen können. Das wird natürlich gebaut. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit. Und ja, denkt an einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre natürlich wie immer super stark. Und dann geht's los. So, und da schauen wir gleich mal in das Heft rein. Ne? In der 31. Auf der linken Seite ist natürlich wieder das Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite geht's weiter mit Building Reality. Und zwar Models and Backgrounds. So, wird wieder alles schön erklärt. So, da haben wir wieder einen Droiden, und zwar B1 Series Battle Droids Part 2. Na, das gibt es wahrscheinlich auch verschiedene. Dann haben wir wieder Understanding Robotics, und zwar Robotic Surgery. Die sind wieder geworden. Dann haben wir wieder hier die Schritt-für-Schritt-Bahnleitung. Ne? Und hier sind die Bauteile, die alle mit dabei sind. Also für den rechten Fuß die Komponenten. Und die kann man jetzt auch schon ranmachen. Super. Gut. Ja, Schritte. Und dann sehen wir nochmal, was in dieser Ausgabe drin ist und was in der nächsten drin sein wird. Und die für diese Ausgabe schauen wir uns jetzt mal an. So. Schneiden wir das Teil auf. Der erste Fuß, liebe Leute, der erste Fuß. Nochmal eingepackt. So. Schöner Gummi. Dann muss beiseite. Gucken wir uns erstmal die Füße an. Oder besser gesagt, die Fußteile. So. Das ist wahrscheinlich das Innere. Kann das sein? Mal ganz kurz gucken. Das ist das Äußere. Ne? Also sind als Kunststoff, ist ja logisch. So, hier haben wir noch ein paar silberne Parts hier, schön lackiert. Ne? Und hier haben wir die andere Seite. Ne? So. Und wir haben noch ein silbernes Teil. So. Die LPR33, so sieht es aus. Da kommt dann diese Kabelchen ran oder Drähte. Ne, Drähte sind ja nicht, die sind ja ganz schön stark, das sind Kabelchen, denke ich. Gut, jetzt gucken wir mal, was wir tun können. Zuerst brauchen wir erstmal unseren Fuß. Ja, komm her. Fuß. Ja. Tacka. Und zwar brauchen wir zuerst die geschlossene Seite. Also die Seite, die hier komplett geschlossen ist. Und die wird jetzt hier drauf gesetzt. Und zwar mit diesen vier Stegen, sage ich jetzt mal, hier rein in diese vier Löcher geführt. Genau, drehen wir das Teil rum. So, ob das auch da drin richtig sitzt. Ja, genau. So. Ja. Gut, wenn wir das haben, brauchen wir vier schwarze Schrauben. Ich muss natürlich wieder in mein Inventar gucken. Die Schrauben, die sind ja immer so ein bisschen das Problem. Wir schauen mal die an. Genau. Ach ne, wir brauchen nur zwei. Zwei Schrauben haben wir. Und zwar könnte nämlich die eine hier hin. Ja, ich stehe ein bisschen ankippen. Hier. Und die andere kommt hier hin. Okay. So, probieren wir mal. So. 10 Dünse auf jeden Fall.
So, okay. Wenn ihr das soweit gemacht habt, könnt nämlich dann hier dieses silberne Teil so hier drauf hier rein in diese hier rumdrehen, diese Aussparung. So, so. Passt perfekt. Und dann kommt diese Klappe hier drauf. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Weil ja bestimmt das Kabel mit unten rein soll. Schätze ich jetzt mal. Genau. Das Kabel kommt nämlich dann hier runter. Irgendwo hin. So. Muss nämlich aufpassen, dass man die Kabel nicht staucht. So. Ja. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und jetzt kommen wir hier in diese vier Löcherchen. 1, 2, 3, 4. 4 Schräubchen. Auch wieder 4 schwarze. Wie ich das sehe hier. So, gucken wir mal. Die zieht. Schon gut. Dann machen wir gleich mal über Kreuz eine. Das war hier rein. Und dann die anderen zwei noch. Ja. Und hier. Gut. Gut. Wunderbar. Und das war's soweit erstmal. Hier seht ihr mal den fast fertigen Fuß. Hier unten kommt natürlich noch irgendwas hin. Da sehen wir noch irgendwelche Bohrungen. Ne? So. Kann sich sehen lassen. Sieht schön aus. Wunderbar. Okay. So, liebe Leute. Wieder eine Ausgabe abgearbeitet. Die 31. Was kommt denn als nächstes? Ein Sensor und viele Schrauben. Sensor und viele Schrauben. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Und dann sage ich gleich mal, ja, wenn euch das Video gefallen hat, denkt einen Daumen nach oben, ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Schreibt mir wieder ein bisschen in die Kommentare und hoffentlich sieht man sich das nächste Mal in meinen Videos wieder. So, ich bin raus, wünsche euch einen schönen Tag und ja, ciao, ciao, euer Daumen.